Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das neue Album Horizons von Beyond the Black vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das mittlerweile vierte Album von Beyond the Black Horizons ist am Freitag, den 19. Juni erschienen. Für die Box habe ich 39,99 Euro bezahlt. Den Link zum Album, zum MP3-Download und zur Box gibt es für euch natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Klickt jetzt einfach mal drauf, liebe Freunde, gönnt euch das Album und unterstützt damit die Band. Gut, so viel dazu. Wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern euren Lieblingssong sozusagen als Tipp für mich, welchen Song ich mir unbedingt als erstes von Beyond the Black anhören soll, unten einfach mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr keinen Lieblingssong habt, weil ihr die Band gar nicht kennt, dann schreibt mir doch einfach was Nettes unten in die Kommentare. Gut, starten wir und als erstes entfernen wir natürlich erst einmal die Folie und dann schauen wir uns das Boxdesign an. So, die Folie ist ab. Als erstes schauen wir uns das Boxdesign an. Wir haben eine kleine, flache Box. Auf der Vorderseite der Box lesen wir Beyond the Black Limited Box Edition. Dann sehen wir hier vorne die Sängerin. Einmal hier so in Blau und dann so von der Seite mit so einem roten Filter drüber gelegt und hier halt mit so einem blauen Filter. Horizons. Okay. Auf der Unterseite der Box sehen wir nichts. Auf der rechten Seite der Box sehen wir nichts. Auf der Oberseite lesen wir jetzt den Bandnamen und auf der linken Seite lesen wir jetzt nochmal Beyond the Black Limited Box Edition und Horizons. Okay, gut. Auf der Rückseite sind die Songs aufgelistet. Wir haben insgesamt 13 Songs auf dem Album und dann gibt es noch das Album als Instrumentalversion dazu. 13 Songs schauen wir uns nochmal genauer auf dem Album an. Und hier im Hintergrund sieht man jetzt schon die Boxinhalte und hier unten ist das Ganze auch nochmal aufgelistet. Exklusives 2-CD Digipack inklusive Horizons als Originalalbum plus Instrumentalversion. Dann ist da enthalten noch ein Flaschenöffner, dann ein Blacktron Schlüsselanhänger und exklusiver Teil des ersten Beyond the Black Bühnenbanners nummeriert und handsigniert von der Band. Das ist dann das Ganze hier in so einem Bilderrahmen. Hier unten haben wir dann noch die Logos und den Barcode. Okay, sehr schön gestaltet, feine kleine Box. Schauen wir mal rein. Und als erstes kommt uns natürlich das Wichtigste entgegen, das Album. Das Ganze im Digipack. Das müssen wir natürlich auch erstmal auspacken. So, Folie ist ab und das Cover kennen wir jetzt schon von der Box. Und hier auf der Rückseite sehen wir jetzt nochmal die Sängerin, jeweils von der Seite, roter Filter, blauer Filter. Und wir haben insgesamt, wie gesagt, auf dem Album 13 Songs drauf. Und hier ist noch eine zweite CD mit dabei, also die Instrumentals zum Album. Okay, schauen wir mal rein. Beyond the Black. Und dann sehen wir so eine rote Pflastersteinstraße. Also eine Pflastersteinstraße mit roten Filter oder eine Mauer, würde ich jetzt mal behaupten. Sieht aus wie in so einem Tunnel. Und in der Mitte haben wir natürlich die CD. So sieht das Ganze aus. Sehr schön gestaltet auf jeden Fall. Hat was sehr Mystisches. Und wir haben das Booklet. Ach ne, okay, hier ist die zweite CD, also die Instrumentals zum Album, diesmal mit so einem blauen Tunnel oder blauen Filter drüber gelegt, okay. Die Instrumental-CD, sehr selten geworden, dass Künstler mittlerweile Instrumental-CDs mit reinschmeißen. Dann haben wir hier auf der linken Seite das Booklet. Da schauen wir natürlich ganz kurz auch nochmal rein, Cover kennen wir jetzt schon. Und wir haben die Songs mit den dazugehörigen Songtexten und natürlich noch ein paar Bilder. Ich hoffe jetzt nicht nur von der Sängerin, nein, auch von der Band. Okay, gut, sehr schön gemacht, hochwertig das Ganze auf jeden Fall, schön stabil. Und Songtexte mit drin, das ist immer wichtig, das gehört einfach in so ein Booklet rein. Hier sehen wir sie jetzt komplett. Sehr schön gemacht.
Gefällt mir auf jeden Fall. Da schaut man gerne mal öfter in so ein Booklet rein. Dann gibt es hier eine kleine Danksagung. Ja, kleine Danksagung. Könnt ihr euch gerne an dieser Stelle anhalten und durchlesen. Und hier hinten haben wir jetzt nochmal, ja, wer die Songs produziert und aufgenommen hat und so. Okay, gut. Also, Bandmitglieder sind Jennifer, Chris, Tobias, Stefan und Kai. Das sind die Bandmitglieder, falls ihr sie nicht kennen solltet. Ich kenne sie jetzt wirklich auch nicht, also ich habe die Band jetzt vorher noch nie auf dem Schirm gehabt. Deswegen schreibt mir gerne euren Lieblingssong unten in die Kommentare sozusagen. Als Tipp für mich werde ich mir auf jeden Fall das Album, werde ich mir dann auf jeden Fall mal anhören. So, okay, das war das Album. Dann kommen wir zum ersten, ja, oder zum zweiten Boxinhalt neben dem wichtigsten Inhalt, und zwar den Flaschenöffner. Das Ganze geht hier irgendwo zu öffnen. Ja, hier. Und zwar haben wir hier einen Flaschenöffner im E-Gitarren-Design. Beyond the Black steht drauf. Sehr schön. Schön massiv auf jeden Fall. Echter Hingucker. Kann man sich natürlich schön damit seine gute Limo öffnen oder sein Bier, je nachdem, wie man will. Sehr schön. Okay, Flaschenöffner kann man gebrauchen. Dann haben wir als nächstes das Blacktron am Schlüsselanhänger. Oder am Anhänger. Das Ganze wie so ein Karabiner gemacht. Okay. Und da haben wir jetzt das Blacktron. Sehr schön, so ein rotes mit den Initialen der Band. Okay. Sehr cool gemacht. Ist auch neu, sonst liegen die immer so mit drin. So hat man das Ganze an dem Schlüsselanhänger. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Gefällt mir. Okay, also der Anhänger mit dem Blacktron. Und dann, liebe Freunde, haben wir jetzt noch zum Schluss das, ihr seht ja gar nichts, sagt doch mal was. Und zwar den Vorhang von der ersten Tour, signiert und nummeriert. Ich habe die 2359, okay. Eine ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Und das Ganze dann auch in so einem richtig schönen schwarzen Bilderrahmen. Finde ich wirklich cool, dass man sich das Ganze dann gleich zu Hause gemütlich hinstellen kann. So irgendwie, ne, es geht gar nicht. Das ist irgendwie, ja, so geht schon, aber so ist es verkehrt rum. Also man müsste das Ganze nochmal drehen, aber dann könnte man sich das zu Hause hinstellen. Finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Vor allen Dingen ist das was sehr Persönliches. Zumal es ja, wie gesagt, ja, der Bühnenbanner ist von der ersten Tour. Also selbst für die Band was Persönliches ist die erste Tour. Und dann verschenkt man das an die Fans mit Autogramm und nummeriert. Finde ich eine wirklich sehr coole Sache. Und das Ganze in so einem wirklich sehr schönen, ja, Holzbilderrahmen. Also so Holzmuster. Sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Coole Idee. Gut, liebe Freunde. Damit sind wir jetzt schon wieder durch mit dem Unboxing. Ich persönlich hätte mir jetzt noch ein bisschen was gewünscht. Vielleicht ein Poster oder ein paar Aufkleber oder so. Ansonsten muss ich sagen, ist die Box vom Preis her ganz okay. Ihr als Fans müsst natürlich selbst entscheiden, ob ihr so viel Geld dafür ausgeben wollt oder ob ihr die Band einfach nur unterstützen wollt, indem ihr euch das Album kauft. Wie gesagt, das könnt ihr euch ja selbst aussuchen, ob ihr so viel ausgeben wollt oder nicht. Gut, ich werde euch trotzdem ganz kurz nochmal die Inhalte in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Album Horizons bekommt. Ihr bekommt einmal den Bühnenbanner mit den Autogrammen von allen Bandmitgliedern plus Nummerierung. Das Ganze in einem schwarzen Holzbilderrahmen. Sehr coole Idee, gefällt mir wirklich sehr gut. Dann bekommt ihr das Blacktron am Anhänger mit den Initialen drauf. Den Flaschenöffner im E-Gitarren-Design. Wirklich coole Idee. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Das ist eigentlich mal wichtig in diesen Boxen, dass da nicht so viel Müll drin ist, sondern auch ein paar Sachen, die man verwenden kann. Und das kann man auf jeden Fall verwenden. Und dann natürlich, liebe Freunde, das Wichtigste, das vierte Album Horizons mit dem Album mit 13 Songs und der Instrumental-CD zum Album dazu. Das Ganze kommt im Digipack in dieser wunderschönen designten Box. Gut, so viel dazu, liebe Freunde. Wir sind mit dem Unboxing durch. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir gern was unten in die Kommentare. Ansonsten gehen natürlich schöne Grüße raus an Beyond the Black. Viel Erfolg auch weiterhin. Natürlich auch viel Erfolg mit dem neuen Album. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's soweit. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.